Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Top 15 auf unserem Funky Football YouTube-Kanal. Und welche Top 15 haben wir heute? Es sind die Top 15 Talente in der Bundesliga, wobei es gleich nicht die Top 15 Talente in der Bundesliga sind, aber dazu kommen wir jetzt. Du sagst, es sind nicht die Top 15, weil wir machen nicht stumpf einfach die mit dem höchsten Potenzial runter bis Top 15 mit dem höchsten Potenzial. Weil ganz ehrlich, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Flo Wirtz, Guardiol, Gravenberch, Mokoko, die haben 89, 90 Potenzial, aber dafür braucht ihr kein Video, das wisst ihr. Wir wollen euch 15 Jungs vorstellen, die ihr vielleicht schon kennt, vielleicht aber eben auch nicht, die auf jeden Fall geil sind für eure Karriere. Wir starten mit Mickey van de Ven vom VfL Wolfsburg und das ist so ein krankes IV-Talent. Das sehen wir allein schon an seinen körperlichen Staturen, also 1,93 Meter groß, 89 Kilo bei 85 Potenzial und da habt ihr die Stats noch nicht gesehen. Die kommen jetzt. Er ist feilschnell, 89 Sprinttempo, wahrscheinlich ist er auch noch lengthy, 83 Stärke und auch richtig gute Zweikampfswerte und Kopfballpräzision, also bei der Ecke ist er auch richtig gefährlich. Kostet euch 4,5 Millionen Euro und hat auch eine Freigabesumme für 10 Millionen Euro. Und wir machen weiter mit Martin Dardai, den kennt ihr vielleicht schon, der hat schon das ein oder andere Bundesligaspiel auf jeden Fall auf dem Buckel und da hat man zwei Dinge gesehen, die der Mann auf jeden Fall hat. Einen richtig guten linken Fuß, Passspiel von ihm ist sehr, sehr gut, auch hier in FIFA endlich mal gewürdigt, hat er letztes FIFA noch nicht so ausgeprägt, 76 langer Pass, dann natürlich auch noch die Zweikampfwerte dazu, jetzt hat er auch noch ein Gameface, das ihr da rechts seht, also er sieht jetzt auch noch aus wie sich selber. Wie gesagt, er ist Linksfuß, das ist eh so ein kleines Fable von mir, dass auf jeden Fall einer von den zwei Innenverteidigern Linksfuß sein sollte. Der Rechte am besten, oder? Am besten natürlich der Rechte, ganz logisch. Und auch hier, er hat ein bisschen weniger Potenzial als Van de Ven, er hat nur 82 Potenzial, mit Dynamic Potential geht das natürlich höher, aber dafür ist er halt auch ein bisschen billiger. Knapp 4 Millionen, vielleicht auch ein bisschen drunter. Wenn ihr auf Gamefaces steht und dachtet bei Martin Dardai, oh, schon geil, aber vielleicht ein bisschen zu schlecht, dann habe ich einen anderen Kandidaten für euch, Mohamed Simakan. Er hat natürlich, glaube ich, das geilste Gameface, was man sich irgendwie vorstellen kann, mit diesen roten Zipfeln an seinen Haaren. Das passt natürlich auch super zu Leipzig, deswegen vielleicht habt ihr auch ein Team mit roten Trikots oder roten Akzenten, aber er sticht natürlich eher heraus durch sein Potenzial von 86 und seinen Werten. Er ist jetzt nicht der schnellste, aber auch nicht der langsamste, trotzdem ein physisches Biest, 82 Stärke und was selten ist, mentale Stärke. Guck mal, Aggressivität ist hoch, Ruhe ist hoch, Abfang bei 81. Das sind sehr brutale Stats und natürlich 86 faire Zweikämpfe. Dazu kommt, dass er halt ein bisschen teurer ist, aber bei dieser Qualität und erst 22 Jahren müsst ihr natürlich auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und ihr seht schon, wir wollen euch heute möglichst viel Vielfalt bieten, damit ihr möglichst viel Hilfe bekommt bei euren Karrieren. Der ist jetzt natürlich jemand für eure RTGs, würde ich jetzt mal sagen. Fabio Chiarodia von Werder Bremen ist der talentierteste Mann im Bremer Kader mit einem Potenzial von 83. Auch wieder Linksfuß, 1,86 groß, gute Sprungkraft, aber hat natürlich jetzt nicht die Werte von einem Simakan oder also auch nicht die Werte von einem Dardai oder Van de Ven. Aber er ist halt einfach sehr, sehr billig zu haben. Sein Vertrag läuft aus, glaube ich. Deswegen könnt ihr ihn schon für irgendwie 650.000, 670.000 holen. Wie gesagt, ist halt eine RTG-Option. Und wenn ihr jetzt noch so ein bisschen diese Mittellösung sucht, dann habe ich den Kollegen für euch. Odilon Kosunou, 75er Gesamtstärke, 84er Potenzial von Leverkusen. Das Beste an dem Typen ist, er ist ein guter Innenverteidiger für ungefähr 13 Millionen Euro. Das ist sehr, sehr stark und bei seinen Stats kann man auf jeden Fall nicht meckern. Physis ist natürlich da, auch wieder gute mentale Stats und natürlich Zweikampf, Kopfball, defensives Bewusstsein auch sehr hoch. Warum so abrupt? Also wolltest du einfach schnell aufhören, über einen Leverkusener zu reden, weil wir hier eine Köln-Karriere machen? Oder woran liegt's? Das auch, aber ich wollte einfach sagen, dass Kusunu nur auch abrupt in den Zweikampf geht. Alles klar. Und jetzt haben wir euch 5 Innenverteidiger gezeigt. Das machen wir jetzt nicht für jede Position. Rechtsverteidiger oder generell Außenverteidiger gibt es nur einen in dieser Liste. Aber dafür machen wir auch noch ein separates Top 10 oder Top 15 Video für die Außenverteidiger-Talente. Eins davon ist auf jeden Fall Hugo Sique. Hat ein 81er Potenzial, spielt bei Freiburg. Kam schon im letzten Winter. Das heißt, er könnte jetzt auch theoretisch schon in diesem Sommer wechseln. Das könnt ihr natürlich auch ausnutzen, auch wenn es die Regeln in FIFA nicht gibt. Hat einen Monster-Flankenwert von 80. Das heißt, wenn ihr mal so einen großen Stürmer vorne drin habt,
und Steffen Tigges, wie wir bei Köln oder sowas. Der muss zum FC. Der muss theoretisch zum FC. Der wäre das perfekte Backup für Benno Schmidt, sage ich. Safe. Weil dann ist die Flankenqualität einfach gleichbleibend. Und das Gute ist, er kostet auch nicht so viel. 3,3 bis 3,6 Millionen Euro, würde ich sagen, müsst ihr auf den Tisch legen. Und dann habt ihr den Mann auch schon. Und er ist erst 20. Jetzt haben wir schon viel über den FC geredet. Jetzt mal ein Spieler vom FC, den wir natürlich auch in unserer Köln-Karriere spielen. Und da haben wir ihn nicht auf ZTM gelassen, sondern auf IV geholt, weil er da ein bisschen hoch geht. Und deswegen hat er bei uns sehr viel mit Zweikämpfen zu tun. Und ich kann euch eins verraten. Die Stats sehen jetzt gar nicht so krass aus, vor allem die Zweikampfwerte nicht. Aber der hat so einen breiten Bodytype, der gewinnt wirklich jeden Zweikampf. Der ist wirklich prime in Zweikämpfen, das glaubt ihr gar nicht. Hat noch 84 Potenzial dazu und der ist natürlich richtig billig. Ne? 2,5 bzw. 2,75 Millionen müsst ihr ungefähr hinlegen. Und dafür kann ich euch sagen, gewinnt ihr viele Zweikämpfe. Und wir gehen jetzt mal zu einem der Rivalen von Köln, Borussia Mönchengladbach, und hier gibt es Kouadou Manou Koné. Und ich sag mal ganz ehrlich, warum haben wir den in unserem Gameface-Video nicht vorgeschlagen? Weil das erst vor 2 Tagen gewechselt wurde. Ah, okay. Er hat ein komplett frisch neues Gameface bekommen. Koné mit einem 86er Potenzial. Der Typ ist in echt mega geil und ich glaube, das ist er auch in FIFA. Ihr seht halt einfach diese ausgeglichenen Werte, die er überall hat. Alles ist im grünen Bereich, dann natürlich hier 2 dunkelgrüne Stats mit Ballkontrolle 82 und Dribbling 84. Ist natürlich eher so der offensive Mann, kann aber natürlich auch seine Zweikämpfe gewinnen mit einem 74er fairen Zweikampf. Also der Mann ist wirklich bombastisch. Wenn ihr irgendwo in Frankreich bei einem der Top-Teams seid oder wenn ihr in der Premier League seid oder hey, auch wenn ihr in Deutschland eine Karriere macht oder halt mit Gladbach, was auch immer, der Mann muss in euer Team. Der ist viel zu geil. Wie gesagt, jetzt hat er auch noch das Gameface mit seiner geilen Frisur. 23,5 Millionen Marktwert, ist happig, aber ist halt eine Premium-Lösung. Und wir bleiben im Derby-Dreieck mit Paulinho von Leverkusen im linken Mittelfeld beheimatet. Kann manchmal auch auf die 10 gehen, aber ich sage euch so viel, hat zwar nur 75 und auch nur 81 Potenzial, aber ist halt ein brasilianischer Winger, was immer mehr, ist relativ schnell, Antritt kann auch ein bisschen nach oben gehen. Sehr gut beweglich, auch die Qualitäten am Ball natürlich vorhanden. Und da Brasilianer ist, natürlich auch ein Flair-Trade. Und das bekommt ihr für unter 10 Millionen Euro. Das ist entspannt. So, und das Pendant auf der rechten Seite könnte Kevin Schade bei euch sein. Der schnellste Deutsche im Game. Ich verbrauche nicht lange Zeit. Ich gehe direkt hin. 93 Antritt, 94 Sprinttempo. Meine Fresse ist der schnell. Also, der kann da wirklich die Seite für euch runterpesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist natürlich ein Tempo-Dribbler, wie man ihn sich vorstellt. Kann mit ein bisschen Übung auch noch ein bisschen weiter vorne eingesetzt werden. Hat einen ganz guten Abschluss jetzt schon mit 68 für seine 70er Gesamtstärke. Hat, glaube ich, ein 83er Potenzial und ich meine, er ist halt spottbillig, wirklich. Für einen 20-Jährigen mit gutem Potenzial und der halt auch noch einfach so schnell ist und so viel Spaß machen wird. Dann auch noch mit Gameface dazu. Ist eigentlich ein No-Brainer, den zu holen. Was hat denn der für lange Schienbeine? Vielleicht ist das die Meter. Das die Meter. Laufen. Längst die Schienbeine. Ja, ja, safe. Wir gehen auf die andere Seite vom Flügel. Jamie Beineau Gittens, einer meiner Lieblingsspieler beim BVB. Ich liebe es ja, wenn dann diese jungen Talente aus der A-Jugend hochkommen und dann einfach die erste Mannschaft so aufwirbeln und ohne irgendwie bekümmert zu sein, in die Dribblings gehen. Also wenn der Typ den Ball bekommt, der sucht da sich ein, der könnte einen freien Weg haben, der sucht sich trotzdem ein, zwei Verteidiger, wo er dran vorbeidribbeln kann, weil er so geil und so viel Bock drauf hat. Das sieht man auch in seinen Stats. Ziemlich schnell, noch beweglicher, hat auch eine coole Sprungkraft, warum auch immer. Aber natürlich am Ball ist er eigentlich besser als 75 und 78, aber das könnte mit dem Trainingsplan natürlich auch noch schaffen. Er hat natürlich den Flair-Trade, ne? Also ist halt Jamie Beineau Gittens, ihr habt ihn wahrscheinlich auch schon in der Bundesliga gesehen und kostet beim BVB auch nur um die 3 Millionen Euro. Dortmund hat ihn damals quasi ablösefrei bekommen von Man City. Trotzdem haben sie 90.000 an Ausbildungsentschädigungen bezahlt an Manchester City. Und das könnte so der neue Sancho werden. Er hat halt auch das 87er Potenzial. Das darf man hier natürlich auch nicht vergessen. Wir zeigen euch hier wirklich talentierte Spieler. Und Jamie Beineau Gittens, einer der talentiertesten Spieler der Liga. Ist einfach krass. Du hast schon gesagt, der sucht sich einfach Spieler. Der sagt so, du kommst jetzt her, ja, zum 1 gegen 1. Beini. Legt einfach los. Genau. Geil einfach. Und so ein bisschen ähnlich spielt auch Jesper Lindström. Also diese Unbekümmertheit und dieses Bock auf 1 gegen 1, das hat der Däne auf jeden Fall auch. Spielt bei Eintracht Frankfurt natürlich, ist einer der Älteren mit 22, aber guckt ihn euch mal an. Ein Zehner mit dieser Schnelligkeit, natürlich auch mit der Beweglichkeit,
und dann halt mit diesem guten Dribbling, mit einem guten Abschluss. Da bin ich in echt jetzt noch nicht so ganz sicher, ob der Abschluss wirklich immer so gut ist. Zumindest ist er nicht konstant, der Abschluss. Aber er ist natürlich auch ein sehr gutes Talent und kostet ungefähr 12,5 bis 13,5 Millionen Euro. Ist natürlich ein sehr guter Mann, falls er mit einem Zehner halt spielt. Ne? Kann aber halt auch hängende Spitze spielen. Wir machen weiter mit Amin Adli, hat eine 74 und ist Stürmer, aber wenn wir jetzt mal die Stats durchgehen, kann ich mir gut vorstellen, dass er hochgeht, wenn man ihn auf LM oder vielleicht auch RM trainiert, je nachdem, wie man es haben will. Also schaut euch mal diese Physis-Stats an, der ist so schnell und beweglich, das ruft ja eigentlich nur nach Flügelspieler. Auch eine gute Ballbehandlung, Abschluss von 71 ist für einen Flügelspieler sehr gut, für einen Stürmer kann das noch ein bisschen besser werden. Deswegen denke ich, der geht bestimmt ein, zwei Gesamtstärken hoch, wenn ihn auf dem Flügel trainiert. Wenn ihr es schon mal ausprobiert habt mit dem Mann, schreibt gerne in die Kommentare, ob es stimmt. Trade hat er leider keins, aber er kostet natürlich auch unter 10 Millionen Euro, deswegen auch ein sehr, sehr guter Deal. Weiter geht's mit dem nächsten Franzosen und zwar Jorginho Ritter von Hoffenheim. Er ist einfach geil. Wir haben ihn euch schon im Gameface-Talente-Video vorgestellt. Neues Gameface dazu bekommen, Weltklasse-Stats. Viel langsamer als eigentlich ein echtes, also da könnt ihr noch ein bisschen nachlegen, aber halt alles andere hat er dafür bekommen. Ein bisschen Stärke, ein bisschen Sprungkraft, groß ist er auch noch dazu. Der Abschluss von 77 lässt sich absolut sehen, das Dribbling ist stark. Er ist natürlich auch einer der etwas teureren Spieler, also ungefähr 15 Millionen müsst ihr fast schon zahlen. Sein Marktwert 12,5 Millionen, vielleicht kriegt ihr ja irgendeinen guten Deal, aber der kann euch eigentlich in jeder Mannschaft, egal ob als Super Sub oder als euer Main Striker oder als einer von zwei Stürmern, kann der euch Tore schießen und kann sehr wichtig für euch werden. Wie gesagt, das Gameface ist einfach geil, Mann. Es ist geil. Er muss so viel Ausdauer haben, weil er hat so dicke Nasenlöcher. Schau mal bitte nach. Da kommt so viel Luft durch. Lüge. Und zu guter Letzt, Jonathan Burkhardt, besser bekannt als Johnny Burkhardt. Er hat schon sehr viele Tore für uns gemacht und sehr viele Millionen für uns eingebracht. Und das nicht bei der Eintracht. Ja, sondern bei der Mainz-Karriere, ne? Genau, bei der Mainz-Karriere in FIFA 22. Super Stürmer-Stats, muss man sagen. Er hat bei uns richtig geballt, ist schnell, ist beweglich, hat einfach alles eigentlich. Auch eine gute Ballbehandlung und ein 78er Abschluss. Hat jetzt das Gameface dazu bekommen, sind wir der Meinung, weil letztes Jahr war es, glaube ich, noch nicht da. Kostenpunkt knapp an die 20 Millionen, also schon was teurer, aber ihr habt natürlich auch einen deutschen Stürmer mit relativ viel Potenzial. Und das war ja auch unser Ziel, euch heute zu zeigen, möglichst viele Spieler, die ihr natürlich kennt, weil ihr Bundesliga guckt, aber vielleicht habt ihr den einen oder anderen einfach nicht auf dem Schirm für eure Karriere und er kann einfach wichtig für euch werden. Das sind Spieler, die könnt ihr in die Bundesliga holen, in die Premier League, in die La Liga, in die Liga A, in die Serie A, die passen überall eigentlich hin, zumindest die meisten davon. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wer euer Lieblings-Bundesliga-Talent ist. Vielleicht ist es ja auch einer von denen, die wir am Anfang gezeigt haben, mit Bellingham, Wirtz und Musiala. Können wir natürlich auch verstehen, aber die mussten wir euch jetzt nicht extra zeigen. Was könnt ihr jetzt noch machen? Like aufs Video lassen, unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich bei der nächsten Folge wieder einschalten. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hit now.